Hallo liebe Leute, heute möchte ich meine Erfahrung mit diesem Blutdruckmessgerät mit euch teilen. Ich sag's gleich, das erspart natürlich bei Bluthochdruck nicht den Besuch bei einem Kardiologen, aber so hat man immer seinen Blutdruck gut im Griff bzw. unter Kontrolle. Ich packe das natürlich erst aus, setze Batterien ein, die leider nicht mitgeliefert werden, verschließe das und schalte es ein. Ja, es ist funktionsbereit und schon hört man, ja, den Motor, der dieses Ding aufpumpt, um einen Gegendruck zu erzeugen und damit den Blutdruck messen zu können. Es hat natürlich eine Manschette mit Klettverschluss, hört man ja deutlich. Ist genügend spannweit. Es kommt eine englische Bedienungsanleitung mit. Das muss ich euch hier mitteilen und nicht ersparen. Es gibt natürlich hervorragende Kennzeichnungen, Zertifizierungen. Und jetzt messen wir einfach mal durch einfachen Tastendruck auf den Einschalter einen Blutdruck. Und zwar den meinigen. Ich habe leichten Hochdruck. Ja, er quält sich jetzt gegen den Klettverschluss. Das hört man deutlich. Jetzt legt euch nicht unbedingt hin, um den Wert abzulesen. Ich drehe gleich das Ergebnis, so dass man das gut ablesen kann. Aber das ist mal eine Echtzeitmessung, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie lange dauert es und wie geht's. Ja. Dieser Wert ist natürlich nicht gerade ideal, aber auch nicht gefährlich. Ich wiederhole das, um den Wert zu kontrollieren. Das kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. Das hat übrigens 90 Speicherplätze für zwei verschiedene Personen. Kann man beim Einschalten über die S- und M-Taste wechseln. Eine große, deutlich gut ablesbare Anzeige. Die Batterien sind leider nicht im Lieferumfang enthalten, so dass ihr die erst besorgen müsst, damit es einsatzfähig ist. Und jetzt ist die zweite Messung gleich abgeschlossen. Und ihr seht, der Wert hat sich einigermaßen normalisiert und weicht auch nicht erheblich vom ersten Wert ab. Also die Genauigkeit ist ausreichend, aber wie gesagt, keine medizinische Genauigkeit. Also immer schön auch den Kardiologen gelegentlich besuchen. Praktisch finde ich, dass man das in eine Box verstauen kann. So kann man es wegstellen und es verschmutzt nicht, schließt straff. Und lustig ist, als ich es ausgepackt habe, wusste ich gar nicht, wie es aufgeht. Einfach den Deckel reindrücken, dann öffnet sich der Verschluss. Das muss man erstmal wissen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's. Ciao. Und gute Besserung.